Scheiße. Haben seit Stunden nichts von Mother und Breacher gehört. Ich brauche also gute Nachrichten. Hassans Laptop war voll davon. Es ist wie gedacht. Hassan regelt die Logistik. Die Sache ist komplex, aber darauf läuft's raus. Klerikas Netzwerk benutzt zwei Schiffe im Hafen von Dubai. Und das PET aus Somalia und im Jemen? Woher kommt das? Doch nicht aus Dubai. Nein, wir haben das Schiff bis zum Suezkanal zurückverfolgt. Dann verlor sich die Spur. Scheiße. Nein, ich bin noch nicht fertig. Der Laptop war eine Schatztruhe. Wir haben Zahlungen auf Konten gefunden, die aufs Doban Bocic in Sarajevo zurückgehen. Echt jetzt? Ja, er ist ein Waffenhändler. Die Dschihadisten nennen ihn Mohandes, den Ingenieur. Ein gängiger Ehrentitel für Kämpfer mit Bildung und technischem Know-how. Das dürfte gut für sein Ego sein. Und für sein Konto. Wieso das? Der Kerl ist kein Fanatiker. Dem geht's nur ums Geld. Wie kommen Sie darauf? Ich habe keine Daten, die das belegen würden. Hab mit ihm gearbeitet, hat die Bosnier mit Waffen versorgt. Mitte der 90er hat er uns geholfen, serbische Kriegsverbrecher zu jagen. Ist ein Überlebenskünstler und verdammt gierig. Ehrlich? Kommen Sie an ihn ran? Nein, aber jemand anderes. Und er wird es lieben. Dusty, hat mich schon gefragt, wann du anrufst. Heute ist dein Glückstag. Wie es aussieht, ist unser alter Freund Stoban Bocic, unser PETN-Lieferant. Dieser Mistkerl. Hab ich nicht gesagt, der Kerl taugt nichts. Doch, hast du, Mann. Wenn du ihn kassierst, gebe ich einen aus. Soweit ich weiß, hat er eine kleine Armee da oben. Dann mach sie noch kleiner. Hab verstanden. Neko out. Okay. Preacher und Mother, denen geht es nicht so gut. Aber Team Neko ist wieder am Start. Das Abbruchsignal. Blue Ridge. Nett. Blue. Ridge. Alles klar. Wir kommen zu euch. Greco, du stehst also immer noch rum und starrst Löcher in die Luft. Du bist noch ganz der Alte. Siehst immer noch überall nur Löcher. Wie ist es gelaufen, Kumpel? An alle, das ist Voodoo. Macht alles, was dieser Mann euch sagt, solange ihr ihn nicht in einem Puff in Damaskus treffen sollt. Aber das war doch deine Idee, oder nicht? Möglich. Wie geht's denn so? Es lief ganz gut. Ja, ja. Hab ich gehört. Es heißt, du bist jetzt der große Chef. Aber nichts hält ewig, stimmt doch, Greco. Nein, nein. Einschließlich Bocic. Er ist nicht mehr auf unserer Seite. Wenn wir uns beeilen, dann können wir ihn überraschen. Zum Teufel! Runter! Oder er uns. Okay, alles klar, los geht's. Wir spielen wieder Stump. Und spielen wieder zusammen mit Voodoo. Von der Farbe fernhalten. Okay. Gut, dann ziehen wir mal los, um diesen Lieferant des PETN zu finden. Oh, hier wird schon fleißig geschossen, so wie es aussieht. Stump die Treppe rauf, alles klar, machen wir. Okay. Nur keine Waffe. So, jetzt. Bam! Headshot! Ah, jetzt haben sie mich natürlich auch entdeckt. Bam! Headshot Nummer 2. So, wo ist der letzte? Bam! Und noch ein Headshot. Das macht doch Spaß. Ah, fuck! Ja, hier ist Sniper ein bisschen einfacher. Wie bei... Granate. Wie im Multiplayer von Battlefield 3. Da kann ich es nämlich nicht. Ja, und wie man sieht, kann ich es auch hier nicht. Aber gut, mit dem Controller zu snipern ist natürlich noch schwerer als mit Maus und Tastatur. So, dem habe ich jetzt zwar keinen Headshot verpasst, dem einen, aber... So, den war auch wieder. Sehr gut. Ja, die haben ja immer noch Leute da unten. Zack. Das war für die Granate. Ja, verdammt, da kommen ja noch mehr. Da können wir noch einige Headshots verteilen. Fuck, Alter, wow. So ein Wichser. Welcher Kerl war das jetzt mit dem Raketenwerfer? Der da hinten, glaube ich. Okay, der hat keinen Raketenwerfer, aber egal. Tot müsste der sein. Ich frage mich nur, warum ich dem keinen Headshot verpasst habe. So, der ist auch K.O. Alter, wie viele Leute sind das?
So, das war wieder ein schöner Headshot. Nice, ey, das macht Fun, ja? Bam, Headshot Nummer 2. Beziehungsweise, naja, insgesamt Headshot Nummer 7000 oder so. Glaubst du, da kannst du dich verstecken, Kollege? Ah, so nicht. Das haut da ab. Ah, Mann, ey. Ah, da ist ab und zu ist es dann doch zu schwer. Ah, mit diesem scheiß Sniper. Hier die Genauigkeit komplett hinzubekommen. Was ist denn jetzt da unten? Dann schieße ich ihm eben in den Bauch und gebe ihm keinen Headshot. Welche Schützen? Welche Schützen soll ich hier killen? What? Ah, da oben. Fuck, der hat mich getroffen. Ah, ich ihn natürlich nicht. Fuck. Der hat sich gerade gebückt, der Spast. Muss man hier überhaupt höher zielen? Da spielt die Gravitation überhaupt eine Rolle oder muss man einfach, oder schießt der einfach keiner aus? Fuck, Alter. Ja, der muss den auch jetzt getroffen haben. Jetzt rennt er wieder weg. Ah, der war daneben. Scheiße. Das ist so ein Fuck, Alter. Ich krieg den Kerl einfach nicht. So, der ist jetzt aber tot. Wirklich. So, den habe ich jetzt auch im Visier gehabt. Jetzt läuft's. So. Ja, wenn es einmal klappt, klappt es immer. So, das wär's mit denen. Gute Arbeit, Stump. Und jetzt die Treppe runter und sammeln. Alles klar, ich komme wieder zu euch. So, nach der kleinen Sniper-Einlage also wieder zurück zu unseren Kollegen. Wow, wow, wow. Fuck, fuck, fuck. Ah, okay, ich habe gar keinen Sniper mehr. Ich dachte auch schon, wieso ist das Visier nur noch so nah und nicht mehr so Fernvisier. Ah, scheiße, komm. Mit der letzten Kugel habe ich den Kerl noch getroffen, aber er lebt immer noch. Oh, jetzt aber nicht mehr. Dem erstmal einen Headshot gegeben. Bam, der ist auch gut. Drücken die mich hier weg von meiner Position, ey, Wahnsinn. Der ist erledigt, der auch. Und ist einer hinter dem Bus. Den treffe ich aber nicht, der kommt auch nicht raus. Doch, da ist wieder einer. Das sind zwei. Ah, fuck, nachladen. Jetzt schmeißen die hier noch mit Granaten rum. Muss mal sterben, der Kerl da vorne. Hinter dieser Deckung. Auch komisch, da schauen immer wieder Köpfe oder sonstige Körperteile hinter der Deckung hervor, man schießt drauf, aber der Gegner hält es ohne Probleme aus, wie in diesem Beispiel jetzt. Ja, okay, da habe ich den Kerl nicht getroffen, aber, ah, jetzt habe ich ihn gekriegt, sehr gut. So, Headshot, nice. Einmal frei. Ach komm, ich schmeiß den einfach mal einen Pokéball hin. Vielleicht fange ich wen. Wieder einer. Zack und Headshot. Wie viele Leute haben die denn noch da vorne? Ist ja Wahnsinn. Ich rücke einfach mal hier hin vor. Ah, da war jetzt gar keiner mehr. Ich hab gedacht, da wird einer stehen. Da ist er. Enge Kiste. Und hier sind angeblich immer noch Leute. Immer noch Feinde. Ja, da vorne. Jetzt kommen sie von ganz da hinten. Jetzt kommen sie nicht mehr von rechts. Also mal vorrücken. Oh, hinlegen wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, man darf sich auch mal hinlegen. So. Ach komm, den habe ich auch mal getroffen, ey. Oh, Mann, Mann, Mann. Da hatten sie mich jetzt aber ordentlich hier in Mangel genommen. So, der da oben. Bam, Junge. So, dem da vorne schmeiß ich mal einen Pokéball hin, hinter diese Karre. Oh, fuck. Wieder nachladen. Ohne Munition. So, der ist tot. Der auch. Und du kommst gleich mit. Sehr schön. Sehr schön. So.
Na. Ja, da hinten ist noch einer. Granate und weg hier. Und ich habe auch keine Munition mehr. Das heißt, wir müssen sowieso neue Munition beschaffen. Gib mal her. Vielen Dank für die Munition. Die verwenden wir direkt mal, um hier die Feinde platt zu machen. Was ist denn hier schon wieder? Da liegt wieder was. Ich gehe einfach mal hier hoch. Vielleicht kann ich die an dieser Stelle wieder flankieren. Das ist nur ein Busch. Da sind sie aber. Den habe ich erwischt. Fuck, fuck, fuck. Jetzt schmeißt ihr hier noch eine Granate auf mich. Aber die liegt in einer guten Position. So. Könntest du tatsächlich so ein bisschen flankieren hier. Perfekto. Ah, Headshot. Ja, manchmal funktioniert es dann doch mit der... mit dem Abknallen, wenn die Leute in der Verteidigung sind. Beziehungsweise in der Deckung. Na, spring drüber. Drüber. Wo sind die... Fuck. Wieso habe ich den Kerl nicht gesehen, als ich hier hochgelaufen bin, ey. Wahnsinn. Da hatte ich nochmal Glück gehabt. Da ist schon wieder einer von da. Da ist doch gar nichts. Wo kommen die denn her? Wow, oh, oh, oh. Hoppala. Okay. Dann brechen wir mal durch. Alles klar. Und diesmal benutzen wir mal... Das Tomahawk geht schon wieder nicht. Doch, jetzt ging's... Ah, sehr schön. So. Okay. Ah, nur eine andere. Ah, okay, nur eine andere Methode, da Tomahawk hier hat, die Tür aufzumachen. Alter, ich schieß mal wieder daneben wie so ein Irrer. Oh Gott, das war gar nichts. Das war gar nichts, ey. Ah, Mann, schon wieder kaum einen getroffen. Ich bin super schlecht irgendwie in diesen. Aber gut, das liegt natürlich auch ein bisschen mit der Steuerung zusammen. Das muss ich wirklich zugeben. Oder was heißt zugeben? Das muss man wirklich mal sagen. Also. Da ist es am PC doch wesentlich einfacher. Aber ich wollte das Spiel ja auf der Xbox zocken. Oh, fuck, Alter. Komm, 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 der ist tot. So, einmal frei. Kam der von da oben runtergesprungen? Ich glaube, dem hackt es. Na, komm noch her. So, den haben wir ausgeschaltet. Und ich brauche wieder neue Munition, meine Damen und Herren. Gib mir mal wieder Muni. Vielen Dank. Wo sind sie denn jetzt, Alter? Sehr gut. So, den hätten wir gekillt. Boah, da ist noch einer. Pass mal auf, ey. Okay, der ist tot. Alles klar. Wo geht's hin? Da. Dann folgen wir mal Voodoo. Wow! Ah, deswegen sollen wir uns fernhalten von den Dingern. Scheiße, ist mir gar nicht aufgefallen, dass da ein, so ein Ding liegt. Bis da beziehungsweise der Fahrer war. Alter. Ja, ja, Teambeschuss, wenn du mir vor die Flinte läufst, ey. Headshot. So sieht's aus. Da vorne ist noch einer. Den verpassen wir aber keinen Headshot, aber tot ist der auch. Ah, fuck, Alter. Was ist denn hier los? Das Bild ist so gewackelt, ey. Ja, die nehmen wir uns mal schön vor hier. Ihr habt keine Chance gegen uns. Wir sind ein Elite-Team Soldaten. What the fuck? Hier ist irgendwie ein Glas. Oh, Granate.